mit der CDU-Europaabgeordneten Christine Schneider und CDU-Landeschef Christian Baldauf sowie Johannes Zepfuß, Mitglied des Landtags für die CDU, stellten sich am Samstag, den 18.05. prominente Politiker den Fragen der Bürger bei Ethika Schneider in Dannenstadt. Zudem waren mit der Ortsbürgermeisterin Manuela Winkelmann, Verbandsbürgermeister Stefan Feeth, Settert-Spildin, Dialogbeauftragter der CDU Rheinland-Pfalz, weitere Vertreter der Kommunalpolitik vor Ort. Von der Mittelstandsvereinigung der CDU waren Andreas Winzig und Avis Kahn am Wahlstand vertreten. Sie kandidieren für den Ortsbeirat und sehen sich als Stimme für die Wirtschaft. Wo spürt man Europa im ländlichen Bereich hier im Rhein-Pfalz-Kreis? Ich glaube, Europa spüren wir jeden Tag, ob auf unserem Tisch. Wir gestalten in Europa die gemeinsame Agrarpolitik. Das heißt, wir sind für das ganze Thema Landwirtschaft, Ernährungssicherung, gesunde, nachhaltige Lebensmittel. Aber wir sind auch für die Sicherung der ländlichen Räume über verschiedene Förderprogramme tätig. Ich glaube, Europa merken wir jeden Tag, gerade bei uns in der Pfalz, wo wir auch sehr nah ans Elsass, an Frankreich grenzen. Warum gibt es dann letztendlich sehr viel Kritik immer wieder an Europa? Ist es ein falsches Transportieren der Medien? Also ich nehme im Moment auch viel Zuspruch wahr. Also es gibt einen Großteil, der sagt, ja, Europa ist unsere Garantie zur Friedenssicherung. Wir brauchen Europa und Europa braucht uns. Aber natürlich gibt es Kritik an manchen Maßnahmen. Und die ist in Teilen auch berechtigt. In Teilen ist es unfair, weil wir nämlich die Kritik bekommen für das Unterlassen in Mitgliedstaaten und für auch Fehlentscheidungen auf der bundespolitischen Ebene. Aber klar ist auch, dass wir, glaube ich, in der Vergangenheit uns oft um Dinge gekümmert haben, die vielleicht besser hier in Dannstadt, in der Vorderpfalz, in Rheinland-Pfalz oder in Deutschland entschieden werden. Und deshalb müssen wir uns in der Zukunft darauf konzentrieren, was sind wirklich die großen europäischen Herausforderungen. Das ist die Asyl-Migrationspolitik, das ist die Energieunion, das ist die Sicherheitsunion. Wie können wir uns stärker sicherheitspolitisch auch in Europa aufstellen? Und es ist das Thema Stärkung Wirtschaftskraft und Weiterentwicklung unseres europäischen Binnenmarktes. Und ja, die Bauern haben auch aufgrund Fehlentscheidungen der europäischen Ebene sind sie auf die Straßen, aber der Auslöser war in Berlin. Und im Gegensatz zu Berlin haben wir in Europa verstanden, haben Maßnahmen zurückgenommen, haben die ganzen Flächenstilllegungsprogramme aus der gemeinsamen Agrarpolitik in der letzten Plenarsitzung ad acta gelegt und haben gesagt, ja, wir wollen, dass unsere Landwirte auf unseren Äcker draußen produzieren und nicht flächenstilllegen. Und ich bin stolz darauf, dass uns auch gelungen ist, das Thema Ernährungssicherheit und Schutz der landwirtschaftlichen Fläche in unser Grundsatzprogramm als Staatsziel aufzunehmen, dass es zukünftig im Grundgesetz verankert ist. Islamisten haben in Hamburg mit 1000 Leuten demonstriert und haben ausgerufen ein Kalifat bzw. den gefordert und haben darin auch eine Lösung gesehen. Zwei Wochen später waren es schon über 2000 Leute. Wie sieht man das als Europaabgeordnete? Es ist für mich inakzeptabel. Wenn jemand bei uns, ob in Deutschland, in Europa leben möchte, dann muss er die Werte dort akzeptieren und die demokratische Grundordnung. Und wenn er das nicht tut, dann hat er leider auch in meinen Augen keine Chance, hier zu bleiben. Wenn ich außerhalb von Europa, auch in anderen europäischen Mitgliedstaaten unterwegs bin, dann akzeptiere ich dort die Werte und die Grundordnungen. Und das erwarte ich auch von den Menschen, die zu uns kommen, die bei uns zu Gast sind oder die bei uns bleiben möchten.